Ich habe auch einen bestimmten Wissensstand und dieser hat mich getrieben zu promovieren. Das wurde ich, ich habe es ja nicht machen wollen, gar nicht. Ich habe einen guten Job gehabt in Ägypten in der touristischen Branche und ich habe gearbeitet, habe gut Geld verdienen können und ein gutes Leben war es auch. Da war alles wirklich cool. Aber das hat mich nicht zufriedengestellt. Das war irgendwas, was, nein, das geht nicht. Ja, da habe ich gleich gezwungenerweise von mich selber, habe ich, von mir selber habe ich da dem Magisterstudium da angefangen und abgeschlossen in Ägypten. Und dann war das dann danach nach Deutschland. Es gab ja schwierige Zeiten, ja, das ist klar, das muss man ja auch damit rechnen. Man ist ein fremdes Land und wie hätte man das auch anders erwarten können? Man weiß ja, man ist komplett auf sich dann angewiesen sein. Also zumindest, wenn man da einen kleinen Vergleich machte, da war, bevor man in Ägypten war, da musste man zumindest ja keine Miete bezahlen dafür gar. Nicht, diesen Kummer hatte man nicht und um das Alltägliche im Leben hatte man nicht wirklich. Da hatte man Eltern, da hatte man Elternhaus, da hatte man bei Eltern gewohnt. Wir hatten unser eigenes Haus da, wo man hier angekommen ist. Vor allem da bekommt man ja, beziehungsweise ich habe ja kein Stipendium bekommen gehabt und ich habe auch an mir geglaubt. Ich habe eine Tätigkeit aufnehmen müssen natürlich, die so simpel ist. Aber für mich war wichtig, dass ich erstmal was zum Überleben habe, da ich gar sonst keine Unterstützung bekomme. Aber ich habe immer an mir selber geglaubt, dass mein Ziel irgendwann mal so, ja, sag ich mal so, erreichbar ist. Also ich bin eigentlich bereit und beziehungsweise in der Lage, dieses Spiel spezifischer Sprache beziehungsweise die verschiedensten Sprachmodulen zu unterrichten. Also da für mich spielte keine Rolle, ob es ja kochbezogene Sprache oder französischbezogen oder wie auch immer, das spielte für mich keine Rolle, weil die Gabe zum etwas zu vermitteln hat man. Und wenn man die hat, dann, und man hat ja auch nicht wenige studiert, man hat auch die Instrumente bzw. die Zeugs der deutschen Sprache hat man ja schon. Und ich kann ja behaupten, dass ich das auch so gut vermitteln kann. Und von daher spielte für mich keine Rolle, ob ich ja auch die Sprachmittel für jemanden, der Koch arbeiten will, vermitteln kann oder auch auf akademischem Niveau auch kann ich dann auch deutsche Literatur vermitteln. Das spielt auch keine Rolle. Bei den Gruppen, es ist immer für mich ja wichtig, wenn ich an einen seiner Stelle wäre, was wäre für mich so wichtig? Was erleichtert mir das Ganze? Was würde mir das Ganze erleichtern? Ich möchte auch was vermitteln, was ja auch die Leute ihr Leben lang auch so in ihrem Gebiet, wenn sie da in dem Gebiet arbeiten wollen, erleichtern wird. Ich fange an immer mit leichten Sachen, leichten Verben, leichten Substantiven, Adjektive, die in dem Beruf so häufig vorkommen. Und dann kommt man dann im Nachhinein zu den komplizierten Begriffen, wenn man dann so, also Soba-Koch sich dann irgendwann mal aufspielen will, dann kann man das auch machen. Das machen wir also Schritt für Schritt. Und ich glaube schon, was ja man da bekommt, wenn man das verdaut, da braucht man nicht weiter. Da braucht man gar nicht weiter an Sprachmaterialien. Also insgesamt habe ich jetzt von Günter Grass 7 Werke behandelt, was nicht viele machen als Germanisten. Also natürlich gibt es ja welche, die sehr bekannt sind als Grass-Experten oder Grass-Experte. Da kann ich mich noch nicht so in Vergleich machen, ist noch nicht, aber ein bisschen Ahnung von Grass-Literatur kann ich ja sagen, ruhig habe ich. Ich würde es mal weitermachen, aber ich ja weiß besser, dass das Leben nicht immer nach Plan funktioniert.
Die Lehre habe ich gezogen. Bloß ich weiß ja auch, dass ich immer mein Ziel erreiche. Das weiß ich auch. Es ist nicht einfach für die Ankommlinge, also da muss ich sagen. Und das ist ja auch nicht eine Kritik an Deutschland, es ist auch generell, wenn man in einem fremden Land kommt, auch Deutsche, wenn sie nach USA wandern oder nach Frankreich oder wie auch immer, Schweden, wie von mir aus nach irgendwo, sie müssen sich auch anpassen. So. Und diese Anpassung ist auch nicht immer einfach, bloß ist verlangt. Würde ich ja raten, das ist, Sprache ist das A und O, weil ohne Sprache ist es schwierig. Ist schwierig. Es ist sowohl ohnehin schwierig, wenn man auch die Sprache beherrscht. Und selbst wenn man die beherrscht, hat man auch Probleme. Wenn man irgendwelche Anträge schon macht oder so, werden nicht so gleich beherzigt. Aber erstmal weiß man, was man machen kann und was man machen könnte. Wenn man aber das nicht hat, dann ist das umso schlimmer. Dann weiß man nicht, was einem zusteht, welche Pflichten, welche Rechte einem zustehen. Und das alles kann ja man nur wissen, wenn man die Sprache des Landes, wo man wohnt, einfach auskennt.